Jetzt, wo der 50 Shades of Grey Film in die Kinos kommt, wird es natürlich wieder eine Welle von SM-Bedürfnissen geben, die über uns alle hereinbrechen. Vor allem über die Männer, weil die Frauen da interessanterweise sehr viel freizügiger mit umgehen. Vielleicht aber auch, weil sie dieses Dominanzspielchen oder vielmehr dieses Dominiert-Spielchen jetzt überhaupt nicht mehr so erleben mit den Männern heutzutage, die ja sehr, was ich begrüße, einfühlsam geworden sind. Vielleicht ist es auch so ein bisschen nötig, zumindest im Bett für Frauen, die ja fast immer alles machen müssen, die Kontrolle wieder abzugeben. Und darum ist es so, die Vorstellung von dem Mann quasi überwältigt zu werden oder mit Handschellen ans Bett gefesselt zu sein, ausgeliefert sein, was weiß ich, oder ausgepeitscht, hat was sehr Beruhigendes, weil es so ein erzwungener Kontrollverlust ist, der vielen Frauen, glaube ich, schwerfällt. Und mir tun die Männer so ein bisschen leid, weil ich von vielen gehört habe, dass sie damit so ein bisschen überfordert sind, was die Frauen plötzlich alles von ihnen wollen. Aber solange sie es nicht komplett übertreiben. Eins sei noch gesagt, keine Handschelle dieser Welt und keine Peitsche wird euer sterbendes Sexualleben retten. Das ist genau, als würdet ihr plötzlich nur noch in Reizwäsche rumlaufen. Es hilft nichts, wenn die Kommunikation nicht stimmt. Und darum, bevor man den Mann überfällt mit irgendwelchen Vorstellungen wie schütt mir bitte literweise heißes Wachs auf den Hintern oder peitsch mich heute mal so richtig aus, redet darüber und versucht auch zu erklären vielleicht kurz, warum ihr so darauf steht, weil es sonst zu großer Verunsicherung führen kann und man weiß, verunsicherte Männer haben Erektionsschwierigkeiten und das wollt ihr nicht, oder? Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?